Herzlich willkommen zu einer Lektion Java für die Premier G. Jo, Carlos, was schwätzt man dann heute? Bei mir und der Rest sind wir der Maus. Schauen wir einen anderen Thema weiter. Das ist von den Timer für Impulse zu kriegen. Das erlaubt uns, wir nur Sachen zu animieren. Automatische Bewegungen. Oder schöne Klangspieler zu machen. Klingt ein bisschen chinesisch für mich. Das ist auch nicht ganz kompliziert, mit kann chinesisch ausgehen. Okay, okay. Ich meine, darum mal ein Beispiel. Beispiel, wofür ich das letzte Jahr gesehen hatte, mit der Maus-Selektion, wir gehen da einfach weiter. Das ist, wir wollen, dass die heute Rechtecken am Fung vom selben ein bisschen bewegen. Das ist einfach am Ecke einfach weitergehen. Okay. Mehr ist es nicht. Und das soll aber automatisch geschehen mit Hilfe von einem Start-Stopp-Knäppchen zum Beispiel. Mhm. Ja. Das ist ein Ziel. Weil für das zu machen, muss man schon ein paar Knäppchen beifügen. Für das ganze Prinzip, wir machen ein richtiges Knäppchen. Den nur doch par Convention den Step, die möchte Schritt, Variabel nehmen, die kann doch dann den nun. Wie gesagt, das ist eine Konvention, wenn ich das nicht möchte, das ist nicht schlimm, mit das ist die Konvention, die das friert. Doppelklick, voilà, das ist doch, okay, wenn ich dann nur auf die Knäppchen klicken, geschieht her. Es geht die so Methode, viel Schritt, noch ich nicht etwas. Ja, das möchte ich Schritt, weil es ist einfach eine Menge Modell, Symbols, und da habe ich eine Methode, die heißt Move All. Das ist all Symbole gehen um einen gewissen DX, DY bewegt. Machen wir da einfach 10 Punkte nur jetzt, 10 Punkte nur dann. Mhm. Voilà. Wenn ich den noch starte, wenn ich mich nicht gehe tun, 5 Rechtecker zum Beispiel beigefügt, wenn ich da noch Step klicken, müssen alle meine Rechtecker bewegt. Das funktioniert nicht so ganz super. Warum? Schon etwas vergessen. Das geht mal nicht express. Aha. Ich schon mein Modell geändert. Du hast den Repaint vergessen. Repaint vergessen. Der Klassiker. Klassiker. Leider vergessen den. Ja, gut, okay, schnell. Solange du denkst. Dann nur, wenn es nicht geht. Ich hoffe, dass das der Fehler war. Tja. Oh, und dann. Ah. Schau, was. Ich kann nicht noch anders schauen. Ich habe keinen negativen Step. Mir das egal. Okay. Die Schmühlen Methode. Für die Knäppchen, die möchte das. Und wo genau ist das, was wir noch gebrauchen werden, das ist ein Ticker, wenn ihr so wollt, ein Hour, die alle x Millisekunden wird, die heute Methode abrufen, für es automatisch zu bewegen. Okay. Wie geht das? Hier definieren wir noch einen neuen Objekt, den heißt Timer. Das ist eine Hour-Zeit, wenn ihr so wollt, par Convention Timer. Seht, man kennt die nicht, die muss ich dann importieren von Java Swing Timer. Wichtig, das ist der Swing Timer. Das ist kein anderer Timer am Java, aber die funktioniert dann absolut nicht, wie man will. Mhm. Leider. Zweiter Schritt, unbedingt den Timer definieren. Das muss ich als Klasse definieren, dann geben wir ihm ein Objekt. New Timer, Klammer auf, Klammer zu. Dann nehmen wir zwei Parameter. Erster Parameter ist den Period. Wie viele Millisekunden zwischen den Tick? Okay. Wenn etwas geschieht. Mhm. Hier haben wir alle Sekunden, soll etwas geschehen. Ja. Und dann haben wir drin, das pure Magie, wir müssen eine Methode abschreiben. Und dat, das ist das, was dann Konvention, Jitrin soll so machen, nicht viel überlegen, das ist einfach der Step-Button, den wir vier drin, Step-Button, den wir vier drin definiert hatten, nicht Get-Action, mit Get-Action-Listeners, Klammer ab, Klammer zu, geschweifelt. Wie kann ich ein eckisch Klammer? Ja, null. Das ist so das Magie. Das tun hier nicht mehr, hol den Methode, die den Action Listener performt, hol den einfach ab. Der ist ein Rift, die heute Methode, die mir viel gebaut haben. Rift einfach die heute Methode ab. Okay. Mehr ist es nicht. Abgepasst, da ist noch nicht viel geschehen. Wir haben just den Timer gebaut, gebastelt, den ist aber nicht gestartet. Echo? Mhm. Jetzt schon mal unser Programm starten. Könnten, ich meine, dort sind Rechtecker dran, Erde. Geschieht dann echt. Der Step kann ich abrufen, mit dem automatisch noch nicht. Das ich muss den Timer starten. Das ist nur für Branche. Neue Knäppchen. Neue Knäppchen. Start Action, das ist es. Start. Nach Konvention nennen wir das immer Start. Mhm. Edit Text. Start. Okay, wenn wir hier nur stoppen wollen, gebrauchen wir dieselbe Stellen.
knäpfen. Da gibt doch, doch eine kleine Technik, wie das proper hinzukriegen. Ich nenne den immer Start. Auch wenn es noch Stopp-Knäpfen gibt. Das heißt, du wirst den Text vom Knäpfen genau. Stopp. Wir wissen einfach den Text vom Knäpfen. Ganz genau. Ja, ja, dann habe ich es vergessen. Doppelklick. Voilà. Das ist, wenn ich drauf klicke. Das will ich. Prinzipiell will ich den Timer Punkt Start abrufen. Das ist die Methode, dann geht es vom selben. Ja. Das ist, wenn ich das probieren. Schon kein Stopp gemacht. He? Das ist jetzt probieren. Das ist, wenn ich auch eine Freistecker dabei füge. Und ich klicke auf Start. Also kann ich bewegen. Das ist ein Rift. Wenn ich den heute mal klicke, dann geht es mir sehr. Das ist ein Rift einfach die heute Methode ab. Die Aha. einfach stoppt das. Okay, er blockt ja noch nicht. Schon aber Loki stoppt mich. Ja? Mhm. Die muss ich noch fabrizieren. Und das geschieht auch im Hai. Wenn ich stoppe nicht den dann, das ist froh, ja, wenn ich. Der stoppt nicht mehr, wenn er gestartet ist. Am Anfang. Ich muss hier in der Methode gehen, die erst da duckt. Ganz genau, und die geht das. Timer.isRunning. Wann lebt? Als wenn er nicht lebt. Ja, und dann sage ich es noch aufgehen. Ne? Das ist, wenn er lebt. Das ist, is running heißt, das heißt, ein Timer, ob es möchte. Heißt, da muss man just aufpassen, was machen wir da los. Wenn das running, ja, da will ich den Timer stoppen. Okay? Mhm. Wenn das umgehen zu haben, dann stoppen wir. Aber was soll damit knapschen da los hin? Das ist das Start-Button. Kriegt nur den Text. So, Text. Ob. Stopp. Ob Start. Das genau die Fehler, die man ganz oft gemacht. Und das am Gang zu laufen. Das ist ein Schuss schon, der gestartet. Da steht irgendwo schon den Text Stopp. Ein Stopp und dann knapp sich die nächste Aktion aus. Ich will starten. Wenn er lebt, dann nicht. Das ist, dann machen wir Start. Und den Text in den Hühner muss kommen, als Stopp. Arm gedreht, ja. Voilà. Ups, wenn ich nicht richtig tippt habe, Start, hier ist mein Knäppchen. Control, Enter, ja. Start-Button, ah. Tack, tack, tack. Voilà. Punkt, Set, Text, voilà. Und da machen wir dann Stopp. Ich starte den Knäppchen, da weiß man hier Stopp dahin. Repaint ist nicht unbedingt obligatorisch, weil man am Ende nicht anfangen am Drohpanel. Der ist aber nicht abgerufen. Ich kann nicht ruhig machen, es schaut nicht. Ja. Starten, gucken, ob es so geht. Voilà. 5. Fusion. Es geschieht nicht. Starten. Also kann bewegen sie sich. Ich mache nur Stopp. Geschieht nicht. Wenn ich Step machen, gesehen hat, funktioniert noch. Wenn wir die starten, dann starten wir ran. Cool. Wenn du fehlt süß noch ein Schritt, dass die Step-Knöpfchen da wegzumachen, die brauchen wir empfangen nicht. Das ist gut für zu testen, das ist gut am Anfang für Sachen gehen zu kriegen. Wenn unser Programm funktioniert, Step-Button, Punkt, Set, Visible. Enable oder Visible, ach, denkt immer, ich muss selber nach nur gucken, ich meine, das was Visible, dachte was, Set Visible. Und dann False. Probieren wir, ob das ist, ich weiß nicht, ob Visible oder Enable ist. Muss selber immer probieren. Alla, das ist nämlich du. Methode geht abgerufen, automatisch, du sagst ein Timer. 5, Add, Start, et voilà. Und Stopp. Okay. Jetzt ist noch eine Methode, oh, ich schätze, das ist das Wort, die können wir eventuell abbauen, das ist nicht unbedingt nötig. Für den Timer haben wir auch noch ein Set Delay, das ist die 1000 Millisekunden können wir hier ändern. Zum Beispiel zu sagen, ich will immer mich kurz oder mich schnell kriegen. Das kann auch den Wert ändern am laufenden Betrieb. Das ist die heute, ups, nicht, dass ich da mitnehmen, da eine Wäsche. Die heute, ah, das zweite Code, den heute Wert als fix, ich kann mit der Methode Z-Delay den heute auch während dem laufenden Betrieb wechseln. Dass das zum Beispiel schnell geht, okay. Das können die mehr. Mehr sagt nicht.
Das ist das ganze Prinzip. Und dann nennen die ein paar Buttons caché, weil den heute den Button am Anfang verstopft hast. Mit der Lab, das alles zu testen, und dann verstopft den nimmer ganz am Schluss, wenn das Programm schon geht. Okay, verstehen. Okay, naja, da war das. Merci für den Nachhören. Bis in einer Karriere. Adi.